Hirsche und Partner. Heute Machtkämpfe. Staranwalt Gerry Hirsche nutzt den momentanen Leerlauf, um ein paar alte Fälle zu überarbeiten. Doch was er noch nicht ahnt, diese kurze Entspannungsphase wird nicht von langer Dauer sein. Ich bin immer noch ein wenig geschafft von dem letzten Fall, nicht wahr? Ja, was sollen wir sagen? Sehr anstrengend, hier immer im Büro zu sitzen und den Leuten zu sagen, wie sie Verbrecher observieren. Nicht wahr? Verstehe ich schon, verstehe ich schon. Denken und... Ist was Neues reingekommen? Was Neues? Nein, ja, nicht. Ein sehr ruhiger, ein sehr schöner Tag. Aber es könnte natürlich jeden Moment das Telefon klingeln. Ja, hier höre ich einen Partner. Oh. Ja? Ja? Ja, genau. Oh, das tut mir ja... Aha. Ach. Und... ja. Natürlich, da werden wir uns drum kümmern, auf jeden Fall. Ihr Name war noch einmal? Ja. Okay. Und Ihre Telefonnummer? Die Telefonnummer, ja, ich weiß, die habe ich auf dem Display, aber ich mag persönliche Kontakte, Sie müssen wissen. Naja, ich notiere das ganz schnell. Ja? Aha. In Ordnung, also wir werden uns Ihres Falles annehmen. Dann noch einen schönen Tag, soweit das noch möglich ist. Gut, tschüss. Was ist passiert, Gerry? Ein Mord. Ja, wollt ihr hier Maulaffen feil halten oder wie? Los, los! Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Wir haben einen neuen Fall reinbekommen. Bei der Jungphilharmonie Brandenburg wurde heute Morgen ein toter Mensch gefunden. In der Fachsprache eine Leiche. Und nun liegt es an uns, dieses Dilemma aufzuklären. Lassen Sie uns durch. Furchtbar. Jule, Vincent, ihr nehmt die Personalien der Leute auf. Es kommt mir hier keiner raus, ohne dass die Daten aufgenommen sind. Wir lassen jetzt die Spusi arbeiten und ich muss nachdenken über den ganzen Fall. Das kann ich nicht mit anziehen. Während sich Johann Vinzenz Lawinski die ersten Zeugen vorknöpft, macht sich Gerry Hirsche auf den Weg ins Café, was ihm nicht gelingt, ohne zuerst vom übergründlichen Manager aufgehalten zu werden. Sie singen? Ja. Machen Sie das professionell oder semi-professionell? Ja, semi-professionell, ja, so ein bisschen. Kann aber niemand bezeugen, oder? Ja, meine Kollegen, die direkten Kollegen, ja, mit denen ich gesungen habe, schon. Ja, hallo. Guten Tag. Falk, ich bin der Manager vom Orchester. Wegen der Leiche wollte ich mal fragen, bleibt denn die jetzt hier oder geschieht da was mit?
Wegen der Leiche? Ach ja, die Spurensicherung kümmert sich darum. Verlassen Sie mich ganz auf sich. Ah, die Kollegen. Grüß dich. Grüß euch. Hi, Chef. Und wen haben wir uns da mitgebracht? Das ist der Solobratscher. Der Solobratscher. Der Solobratscher. Grüß Sie. Ja. Hirsche. Wir sind da jetzt ja nicht so ahnungsgeküsst. Vielleicht kann er uns ein bisschen was erzählen über Orchester und Co. Hm? Ah, Orchester, das ist schon eine sehr, sehr komplizierte Sache. Die Strukturen und so, vor allem die Bratschen. Die Bratschen sind ja das Allerwichtigste. Überhaupt das Beste, der Stützpfeiler, das Fundament dieses ganzen Orchesters. Labern Sie nicht ohne. Können Sie uns vielleicht irgendetwas über den Dirigenten erzählen? Hat er im Orchester vielleicht irgendwelche Feinde? Er kann doch kein Mensch leiden. Niemand kann den Dirigenten leiden. Jeder hasst ihn, ja? Ich meine, wir sitzen da, machen die ganze Arbeit und er steht da, wuchtelt so ein bisschen mit dem Arm rum, das, was jeder Mensch kann. Aber, nee. Und, nee. Also er kriegt dafür noch den ganzen Ruhm, die ganze Ehre, ja? Und wir arbeiten, schuften uns ab, müssen proben. Das macht der Dirigent. Moment, nur mal halblang. Aber nur weil es da irgendwelche Feindschaften und Hierarchiebildungen gibt, bringt doch nicht gleich jedes Orchester seinen Dirigenten um. Ist das so? Nein. Da muss irgendetwas anderes im Busch sein. Könnte es sein, dass der Mörder die Macht an sich reißen will? Die Macht des Orchesters, Herr Dernow? Papalapap, wegen Macht spielen? Das kann ich mir nun auch wieder nicht vorstellen. Ah, die Kollegen von der Spurensicherung. Guten Tag, Herr. Guten Tag, Herr Hörchen. Hallo. Wir haben die Leiche inspiziert. Dabei haben wir was sehr, sehr Interessantes gefunden. Das sollten Sie vielleicht machen. Natürlich. Kollegen. Damit. Ja, noch. Ja.